Imst steht auch heuer wieder ganz im Zeichen der Kühe. Genauer gesagt, den Braunviehtieren. Ein großes Züchterfest lockt wieder zahlreiche Besucher an. 25 Vereine, 60 Aussteller und 201 prämierte Tiere zeigen sich im Agrarzentrum. Von Jungkälbern bis zu den großen Braunviehtieren ist alles mit dabei. Das Tiroler Braunvieh zeichnet sich aus, einmal über die Farbgebung, dann über den ganzen Körperbau und natürlich auch aufgrund der Eutertextur, der Euter, der Melkbarkeit, der Milchmenge, aber vor allem aufgrund der Fitness, der Langlebigkeit und der besonders wertvollen Inhaltsstoffe in der Milch, was Eiweiß und Fett betrifft. Durch die Reihen gibt es prächtig entwickelte Rinder zu bestaunen. Doch bis es soweit ist, heißt es, sich und die Tiere gut vorzubereiten. Es ist da dann immer auch die ganze Familie beteiligt und die ganze Familie unterwegs und eingebunden, von jung bis alt. Das haben wir heute auch bei den Bambinis gesehen. Und auch natürlich auch Großeltern, Onkel, Tanten, alles ist da dabei und kommt da mit. Und die Vorbereitungen sind dann definitiv für die Schau eigentlich in der letzten Woche vor der Schau, wo also Tiere gewaschen, gepflegt, geputzt, geschoren und vorführend trainiert wird zu Hause. Also das passiert dann so alles in der letzten Woche vor der Schau eigentlich. Bereits junge Imster sind schon mit vollem Ehrgeiz und hochmotiviert mit dabei. Besonders für den Bezirk sind solche Ausstellungen enorm wichtig. In Imst ist es ganz toll, eben, dass wir eben das Agrarzentrum da haben und dass diese Ausstellungen stattfinden, immer wieder. Und es ist natürlich auch ein wichtiger Wirtschaftszweig für die Stadt Imst, dass wir eben auch viele Leute nach Imst herbringen. Wir sind ein Wirtschaftsraum in Tiroler Oberland. Und aus dem Grund ist es auch ganz wichtig, dass eben die Landwirtschaft stark vertreten ist in Oberland. Tirol ist das Züchter- und Präsentationsland in ganz Österreich. Aus diesem Grund sind solche Schautage von Bedeutung, um den Einsatz der Bauern aufzuzeigen. So eine Schau ist ein Kräftemessen der Züchterfamilie, ist Motivation, ist auch für die Jugend Motivation. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und Gott sei Dank gibt es das und Gott sei Dank gibt es auch Leute, die mitmachen. Neben dem Preisrichten lädt auch ein Bauernmarkt mit Schmankerln aus der Region zum Verweilen ein. Wir machen alles selber, wir alles selber produzieren, es ist von eigenen Hof. Wir haben selber Mutterkuhhaltung und das Fleisch wird wieder hergenommen für Würste machen. Und man schaut, dass man selber so viel wie möglich vom eigenen Hof produziert. Die Qualität der ausgestellten Braunviehtiere ist auch heuer wieder überragend und lässt jedes Züchterherz höher schlagen.